Thunfischpizza. Willkommen zurück zu Let's Replay Crash Bash. Wir sind bei Anbelism. Es geht wieder um Essen. Nein, es geht diesmal nicht um Essen, aber... es hat eigentlich ganz gut geklappt mit Alex, aber... ja. Ablenkung ist generell alles. Das haben wir eigentlich wieder bei Skyballs gesehen. Da waren wir auch wieder relativ knapp dran beim letzten Mal. Alles wegen dem ESC und, ja. Ja. Wo es mir richtig wahr wurde und ich einfach keinen Gesprächsstoff mehr hatte, ging das dann auch wieder bergab. Aber immerhin haben wir Ringding im ersten Versuch geschafft. Was ganz schön ist als Erfolgserlebnis. Und jetzt versuchen wir, ein richtiges Erfolgserlebnis rauszuholen, aber das ist ziemlich schwierig. Ja, super. Wieso habe ich den Ball nicht getroffen? Leck mich doch. Er darf ja nicht umsonst seinen Boost raushauen. Vor allem, weil der sogar sehr gefährlich ist, den rauszuhauen in der Engine-Phase, wenn man sich da meistens die Bälle selber mit rein hämmert. Ja, ich glaube, da fehlt mir einfach noch die gewisse Intuition, dass ich wirklich in die Ecken muss, um die Magneten zu holen. Das habe ich noch nicht verinnerlicht, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Und wieso habe ich schon wieder nur noch 5, während die anderen alle 10 oder 11 haben? Das halte ich für ein Gerücht. Aber das ist leider wahr. Ja, jetzt habe ich mir trotzdem reingehämmert, auch wenn ich den Boost nicht benutzt habe. Das ist ja super. Wir haben uns verdammt lang mit unseren 3 gehalten. Ja, und jetzt ist super. Der Magnet wird uns wieder super viel helfen. Ja, toll. Ach, ich finde es einfach so lächerlich, dass die einfach hier, keine Ahnung, 5 Kilometer den Ball weghauen können mit ihren Magneten und ich kann ihn nicht mal einen Millimeter weit weg von einem Tor halten. Beziehungsweise irgendwie veranlassen, dass der Ball irgendwie langsamer wird oder die Richtung halt ändert. Sogar. Der Magnet bringt mir einfach gar nichts und das ist einfach witzlos. Weil er sollte dann mal schon die gleiche Wirkung eigentlich haben wie bei den anderen, weil sonst ist es einfach nur unfair. Aber da das Spiel einfach nur aus Unfairness besteht, ist es eigentlich jetzt gar kein großes Wunder und es, ja, sollte einen halt viel verwundern. Insofern müssen wir es wohl so akzeptieren, wie es ist. Ja. Ich suche verzweifelt nach einem Thema, was ich ansprechen könnte, damit ich hier irgendwie abgelenkt bin. Mir fällt aber gerade nichts ein. Nee, nee. Fuck it, ne, 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 ne. Es ist doch halt eher so, wenn ich dann. Oh, Scheiße. Ich hätte das Platinum-Ring direkt nach dem Kristall versuchen sollen, weil ich da ein bisschen Erfahrung mit Engine gesammelt hatte. Aber die Erfahrung ist leider wieder total nichtig ist, weil es schon viel zu lange her ist, als ich das gemacht habe. Ja, da habe ich halt wirklich genau gewusst, wie die Bälle da kommen und sowas. Und na gut, es war natürlich eine andere Sache, weil die Bälle nur auf mich kamen. Da konnte ich auch einfach mal stehen bleiben oder sowas. Und man hat ja nicht so einen großen Bälleaustausch, aber... es war wahrscheinlich trotzdem eine wichtige Erfahrung. Wenn ich das brauchen kann. Oh mein Gott, das war knapp. Ja, ich habe nur noch einen Sekunden. Ja, das kann ich wieder vergessen, weil der Cortex wieder Magnet hat. Leck mich doch. Ja, das ist zum Kotzen. Es ist so schön, wenn man die Dinger einfach so easy reinhauen kann. Leider ist das nicht oft der Fall. Weil meistens einfach nur das ganze Feld voller Bälle ist und man überhaupt keine Chance hat, irgendwie sich auf einen einzelnen zu konzentrieren. Was der Fall sein muss, damit man die so easy reinhauen kann. Aber noch sieht's gut aus. Aber wir sollen uns ja nicht darauf konzentrieren, weil das ist schlecht. Das ist sehr schlecht und was. Das war ultra schlecht. Das war ultra schlecht. Ich bin mal sehr gespannt, wie es mit Twilight Princess aussieht, mit Twilight Princess HD. Mich würde sehr interessieren, wie lange ich da so brauche und so im Vergleich halt zum Let's Play. Ich werde auf jeden Fall mal nicht so viele Parts brauchen, weil ich damals halt 5 Stunden Parts gemacht habe, aber mich würde echt mal interessieren, wie das zeitlich trotzdem so aussieht. Ich benutze jetzt auch nicht von Anfang an so einen Guide, das habe ich ja im Let's Play auf jeden Fall getan. Da hatte ich wirklich von Anfang an den Guide, wo ich dann jedes Herzteil und jede Geisterseele und sowas abgehakt habe. Das könnte eine Menge Sucherei noch mit sich bringen, tatsächlich, aber
Generell sollte ich schneller sein. Ich kenne das Spiel jetzt auch besser. Ich kann das Spiel vielleicht sogar besser. Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt einige Zelda-Titel mehr Erfahrung, aber ob ich da jetzt wirklich besser geworden bin, wage ich zu bezweifeln. Vor allem, da ich weiterhin nicht wirklich auf meine Defensive achte. Was gerade gegen so Nimbus gar nur so ganz geil wäre. Ah, hervorragend, wieder ein Doppelschlag. Aber da konnte ich nichts machen. Vor allem hätte der Tiny auf der anderen Seite sowieso wieder einen reingehauen. Und einen hätte ich sowieso kassiert. Das ist alles vorherbestimmt. Nein. Es war schön, dass der Tiny den Ball nach links gehauen hat, weil den Magneten hätte ich sonst nicht so easy bekommen. Na, mein. Der Magnet ist weg. Ich liebe das Spiel, es verarscht mich wieder, wo es nur kann, denn es verschlässt einfach den Magneten verschwinden, den ich so dringend hätte gebraucht. Ja, es hätte wahrscheinlich sowieso nichts gebracht, weil der Magnet wieder keine Wirkung gehabt hätte und ich einfach wieder, ja, die Bälle trotzdem kassiert hätte. Also ob ich jetzt, ob der Magnet angezeigt wird oder nicht, wahrscheinlich wären die Bälle genauso reingegangen, wie sie jetzt reingegangen sind im Endeffekt. Weil der Magnet einfach wieder nicht funktioniert oder kaputt ist. Weil der ein antimagnetisches Kraftfeld ist, was weiß ich, ich habe keine Ahnung von Kraftfeldern. Von Magnetfeldern. Ah, es war schon wieder der Fall Skyballs, dass ich genau zur gleichen Zeit wie Tiny kicke, aber er natürlich den Ball trifft und ich nicht. Ja, die können mich aber machen. Ich habe ja nur keine Chance. Na! Ah! So. Ist er. Ja, leck mich doch alle, ey. Ach, das gibt's doch nicht, das gibt's doch nicht. Es wird wieder Zeit für einen Gast, definitiv. Definitiv. Ob das hilft, weiß ich nicht. Das werden wir sehen. Ach, Mann! Wieder genau in die andere Ecke unterwegs. Sowas hasse ich. Ja, aber ich genieße es gerade richtig, Twilight Princess zu spielen. Ich habe jetzt 3 Tage hintereinander Twilight Princess gespielt, weil es einfach so ein tolles Spiel ist, wirklich, ne? Ohne Scheiß. Also gerade in HD sieht es einfach so wunderschön aus und es macht so viel Spaß. Damals hatte ich teilweise echt lange Zeit einfach gar keinen Bock auf Zelda, also auf Twilight Princess vor allem. Während des Let's Plays, aber ich habe nicht das Gefühl, dass das so richtig andauern wird jetzt hier im Let's Play vom Remaster. Ich glaube, da wird es nicht so extrem sein, dass ich da wirklich Ewigkeiten keinen Bock auf das Spiel habe. Die Technik hat heute wieder ein bisschen gestreikt, aber an sich, das ist echt mega geil, das Spiel zu spielen und ja, es kommt eigentlich keine Form von Unlust bisher auf. Na gut, ich bin auch gerade mal durch den zweiten Dungeon durch, aber trotzdem. Ich habe jetzt schon wieder Bock weiter zu zocken, muss ich sagen, einfach weil das Spiel fesselt mich richtig. Es macht einfach richtig viel Spaß, das zu spielen. Ja. Ich freue mich vor allem auch auf die ganzen Dungeons noch, also es gibt, glaube ich, kein Spiel, kein Zelda-Spiel, wo ich mich so auf die Dungeons freue wie in Twilight Princess. Skyward Sword hat auch durchaus coole Dungeons, aber Twilight Princess hat eigentlich durchgehend geile Dungeons, deswegen freue ich mich da besonders einfach drauf, jedes Mal in den Dungeon zu gehen. Jetzt auch hier vor dem zweiten Dungeon hatte ich ultra Bock, einfach nur dieses Spiel zu spielen, weil ich einfach mich so auf den Dungeon gefreut habe, weil es so cool ist. Und es ist auch cool zu sehen, wo jetzt zum Beispiel die Stempel neu sind und so, und das macht echt mega Bock. Und wieso hat Kong noch 18? Das ist lächerlich. Ich glaube, es wird mal wieder Zeit für einen Levelwechsel. Ja, aber ihr seht ja, es geht gerade gar nichts. Wie hat Alex das so schön formuliert? Es gibt einfach Tage, wo es klappt und wo es nicht klappt. Bei den Ballistik-Serveln vor allem. Und gerade scheint es jetzt erstmal nicht zu klappen. Vor allem in Embolism klappt es nicht. Bei Skyward sah es ja eigentlich gar nicht so kacke aus, aber Embolism ist definitiv heute nichts für uns. Das sieht man. Und ich glaube, bevor wir da noch Ewigkeiten verschwenden, lassen wir das heute lieber. Das Ding ist, ich habe auch keinen Bock auf die Polar Push Level, weil die einfach nur abfacken. Ich glaube, ich widme mich jetzt mal Melt Panic. Tilt Panic fuckt mich zu sehr ab. Bei Polar Panic habe ich einfach sowieso keine Chance. Manic Panic möchte ich mir so gesehen aufbewahren. Und dementsprechend bleibt nur noch Melt Panic. Deswegen gönnen wir uns das jetzt und wir sind ja auch im richtigen Warp Room dafür, deswegen ist das vielleicht ganz praktisch. Wie gesagt, Drain Bash möchte ich jetzt nicht versuchen. Wir können uns nur noch mal Mallet Mash gönnen, aber das möchte ich mir echt nicht gönnen. Das möchte ich mir auch aufheben, echt. So, hier haben wir jetzt auch noch Metal Fox, genau. Metal Fox und Dot Dash. Fällt mir so krass wenig bisher in dem Warp Room. Naja. Sind auch Kacklevel bei. Und halt welche, die ich mir aufbewahren will. Nee, Dot Dash und Metal Fox möchte ich mir echt recht lange aufheben. Wie lange genau, werden wir sehen. Wenn ich jetzt irgendwie spontan Bock drauf habe, dann werde ich die auch einfach machen, aber
Ich möchte mir sie eigentlich nicht aufheben. Ich habe jetzt nämlich auch keinen Bock, jetzt 1000 Meter miteinander Polar Push zu machen. Wobei mir halt schon fast nichts mehr übrig bleibt. Weil wir halt noch alle Polar Push Level, also 4 Polar Push Level haben und 3 Ballistics Level. Das spricht eigentlich für sich. Wir können eigentlich schon wieder nur noch warten hier. Auf Uka Uka. Was anderes können wir hier nicht wirklich machen. Ne? Ich sag mal, hier bei Meltpan, bei Tilt Panic hatten wir wenigstens noch. Also, ich sag mal, der Blitz ist öfter gekommen oder so, habe ich das Gefühl, als Uka Uka. Gegen den haben wir überhaupt keine Chance. So. Also, so. Ja, jetzt macht er uns auch noch klein, super. Ja, hier sind wir absolut von Uka Uka abhängig und na gut, da im Tilt Panic sind wir eigentlich auch absolut vom Blitz abhängig. Insofern macht das eigentlich keinen Unterschied, das stimmt schon. Das Ding ist halt, es ist auch wieder die Ungeduld. Ja super, Coco ist runter, aber ich auch. Es ist halt auch die Ungeduld, die dann da in mir spielt und mir sagt, dass ich einfach ja irgendwas machen muss. Ich könnte halt, wie gesagt, die ganze Zeit jetzt hier rumstehen und darauf warten, dass Coco irgendwas macht, aber das kann erstmal so weit kommen, dass überhaupt nichts passiert. Und des Weiteren dauert es einfach Ewigkeiten. Ja, ich hatte doch eigentlich... Leck mich doch. Ich hatte wahrscheinlich einfach keinen Boost, das stimmt. Das stimmt. 3, 2, 1, los! Ich überlege gerade ernsthaft, Kekabum zu versuchen. Ich habe gerade Bock auf das Level. Sehen wir auch mal wieder Trophäen und Edelsteine und Kristalle und so. Ja, Coco, du darfst ihn gerne auch treffen. Dumme Hure. Jetzt muss noch Coco eingefroren werden oder so. Ja, jetzt macht er mich auch noch klein. Ja, ich muss halt versuchen, dass der vielleicht noch irgendwas bringt jetzt hier. Der steht so schön in der Mitte rum und macht nichts. Ja, das hat mir sehr viel gebracht. Komm, gib mir ein Gewicht oder so. Na ja, haut wieder ab. Super. Das heißt, jetzt muss ich gleich auf Offensive schalten, weil was soll ich sonst machen? Wieso machst du schon wieder mich klein? Ja, weil du gerade einmal auch Coco klein gemacht hast. Fall doch einfach mal selber runter, Coco. Was hältst du davon? Ich hab keinen Bock mehr auf den. Ach, scheiße. Wenn ich ihn ordentlich treffen würde, wäre das vielleicht sogar möglich, hier runter zu picken. Aber ich treffe sie halt nicht. Ja, und dann... Wieso frost du mich an? Wieso? Was habe ich dir getan? Das ist ja nichts. Hier kann man immer noch einfach mal stehen bleiben und einfach mal gucken, was passiert, weil die Scholle, glaube ich, ein bisschen größer ist. Zumindest kommt mir so vor. Als bei Tilt Panic. Das macht es nicht besser. Ich habe trotzdem keinen Bock auf das Level. Weil es einfach... Ihr seht ja, es passiert einfach nichts mehr. Ich habe keine Chance mehr. Ja, musste ich jetzt einfach mal versuchen. In der Hoffnung, dass der mir vielleicht eher so ein Gewicht gibt oder sowas. Aber das ist unwahrscheinlich am Anfang. Kommen eher Kugeln oder Frozen Action. Ich habe jetzt auch nicht schon wieder Bock, das Level zu wechseln. Ja doch, ich habe Bock, das Level zu wechseln, aber ich kann jetzt nicht schon wieder das Level wechseln. Das ist auch kacke. Der hat gerade Gefallen an mir gefunden. Das finde ich nicht gut. Das finde ich aber gut, dass... Ach, die Fotze kann. Ich meine, ich habe keinen Bock. Ich mache jetzt Kekabum. Das dürfte ich auch schon spielen können. Dante's Dash ist das einzige Level, was ich jetzt noch nicht freigeschaltet habe. Aber Kekabum ist schon freigeschaltet. Ich weiß nicht, was ich dafür brauchte. Ich glaube, da waren ja irgendwie so 25 Edelsteine oder so, die ich tatsächlich brauchte. Oder 24, keine Ahnung. Irgendwas in der Richtung auf jeden Fall. Und da stand ja irgendwie von wegen 25 Goldrelikte oder so. Hätten wir auch. Ist auch völlig egal. Wir machen das jetzt auf jeden Fall, weil wir auch keine Ahnung. Also Splash Dash haben wir ja komplett, wir haben Dragon Drop komplett, Mallet Mash möchte ich noch nicht machen, Swamp Fox haben wir komplett. Und das nächste wäre dann tatsächlich Kekabum. Und deswegen gönnen wir uns das jetzt, weil ich jetzt einfach was anderes sehen will. Ich will mal wieder was anderes machen. Es ist kein einfaches Relikt im Endeffekt, aber wir sind noch lange nicht beim Relikt, deswegen gönnen wir uns erstmal wieder Kristall, Edelstein und Trophäe. Ich kann das erste Wort nicht, ach Streue, sieht aus wie ein A. Streue Schwarzpulver Lunden aus, um die Pulverfestin zu zünden und zu punkten. Gewinne, indem du die höchste Punktzahl nach Ablauf der Zeit hast. Ja. Ja, ja, ja. Die Druckwellen sind immer ziemlich kacke. Das mit den Druckwellen fand ich schon immer scheiße, wirklich.
Aber es war einfach immer so von wegen, ja gut, wenn du die selber benutzt, ist meistens deine Lunte direkt weg. Und wenn du, wenn der Gegner das benutzt, dann bist du sowieso gearscht. Ja, aber ich habe die halt selber nicht gerne benutzt. Das goldene Fass bringt 20. Ich habe natürlich gerade kein Fass in der Nähe, das ist toll. Dingo, das war mein Revier. Wäre toll, wenn hier gerade nichts spawnt und ich einfach darauf hoffen muss, dass in meiner Nähe was spawnt, weil die anderen sowieso beschäftigt sind. Ja, die haben schon alle mal angefangen, die Säcke. Weil die halt so kacke sind. Und das ist natürlich auch sehr vom Glück abhängig. Einmal natürlich auch, dass die Gegner nicht so viel machen, aber auch, dass man selber einfach kontinuierlich weitermachen kann und dass man nicht irgendwie, dass die Lunte nicht irgendwie abkackt hier. Ich habe auch gerade gar keine Chance gegen Tiny, sehe ich gerade. Also hier ist selbst die Trophäe offenbar schwierig, sehr schwierig. Wie es aussieht. So eine Dreier-Kombo ist auch ganz schön. Crash benutzt der Ding auch nicht, das ist toll. So, mittlerweile sieht das Ganze schon ein bisschen besser aus, aber Crash ist gerade echt gefährlich. Alle sind gefährlich. Wo ist meine Lunte? Fick dich doch in den Arsch. Das könnte es gewesen sein. Vielleicht kann ich ihn aber noch irgendwie retten. Ah, oh, war eine knappe Sache. War eine knappe Sache. Man muss bedenken, das ist die Trophäe. bei den Relikten gehen die hier krank ab. Das ist auch ein sehr schweres Relikt, aber... Na gut, das will man halt machen, ne? Man sollte auch unbedingt zur Farmel laufen, ohne zu streuen, weil wenn man streut, dann ist man langsamer. Wie man vielleicht gesehen hat. Ja, bisher super toll. Wie eine tolle Ausbeute hier. Keine Fässer in meiner Nähe. So mag ich das. Ja, keine Bilder. So mag ich das. Goldenes Fass für mich. Hervorragend. Keiner wollte es. So muss das sein. So gefällt mir das. Dafür sind hier wieder keine Fässer in meiner Nähe. Generell sind hier gerade wenig Fässer. Ist in meiner Meinung immer schwer zu sehen, wer dann wirklich das Fass bekommen hat. Da muss man immer ein bisschen aufpassen. Der sieht ganz gut aus, aber Crash hat mehr als wir. Das finde ich nicht gut. Das, obwohl ich ein goldenes Fass bekommen habe. Vielleicht hat er gerade das bekommen. Ich weiß es nicht. Meine Fässer. Der Arsch. Hat sich die ganzen Fässer geholt. Also es gibt durchaus die Möglichkeit, die Schallwelle zu benutzen und trotzdem die Lunte am Leben zu lassen. Aber das ist ziemlich schwierig. Ich benutze das Ding einfach nicht gerne. Am Ende ist es vielleicht mal ganz praktisch, wenn man das noch hat und gerade so die letzten Fässer quasi besitzen muss und es quasi nicht ins Gewicht fällt, wenn man neu starten muss. Aber ich würde ihn niemals so mittendrin verwenden, glaube ich. Das sieht auch nach einer eindeutigen Kiste gerade aus, das ist gut. Also 400 sind schon durchaus Standard bei den Relikten. Da muss man schon mit rechnen. Und wir haben jetzt, ja, 420. Das wäre eine ganz gute Reliktzahl gewesen, aber... Auch damit ist man definitiv nicht sicher weiter. Also damit gewinnt man auch nicht sicher das Ding. 3, 2, 1, los. Muss auch einfach schon am Anfang Glück haben, dass die Flammen schön kommen, dass vielleicht direkt silberne Fässer kommen, weil die bringen direkt 10. Weil sonst zählt er erstmal von 2, 4, 6, 8, 10 hoch. Das nächste Fass ist dann zwar wieder trotzdem am Hochzählen, aber immerhin hat man währenddessen schon mal 10 Punkte abgegrast. Sonst bringen die silbernen Fässer eigentlich gar nichts, das ist eigentlich nur Aufbau. Sonst haben die silbernen Fässer eigentlich keinen großen Vorteil. Naja. Man muss halt wirklich Glück haben, dass die Fässer spawnen zum richtigen Moment, dass man halt am Anfang direkt eine Flamme bekommt. Und das einfach alles passt. Es muss einfach alles passen. Und das ist teilweise nicht einfach. Ja, das hat der Tiny für sich beansprucht. Dafür muss er wieder neu anfangen. Das heißt, er ist erstmal außerhalb der Konkurrenz. Dingodile ist gerade noch relativ gut dabei. Auch eine Taktik, die ich immer gerne verwende, ist einfach immer wieder drehen. Auch in den Fässern drin, damit man die Punkte halt schneller bekommt. Aber vor allem auch einfach generell, damit die Lunte nicht erlischt. Das ist teilweise ganz praktisch. Und vielleicht sogar notwendig. Wo ist meine Lunte? Ich weiß es nicht. Man kann sich die auch bei anderen Spielern holen und muss sich dann nicht wieder außen holen. Ja, meine Lunte war echt weg. Krass. Wieso jetzt gerade am Ende? Ja, und warum kriege ich jetzt überhaupt nichts mehr? Ja, weil die anderen schneller sind. Dein Argument. Man sieht ja zum Beispiel wieder, dass die Lunte relativ weit weg war. Man muss wirklich aufpassen. Kann so schnell wieder erlischen. Da muss man echt richtig heftig aufpassen. 30 Punkte waren es jetzt diesmal nur auf den Dingo-Dorn. Aber es hat gepasst.
So, ja, der Edelstein sollte wieder mal sein, runterzählen und wir haben mehr, denke ich mal. Kristall weiß ich überhaupt nicht mehr, was da ist. Explosive Fässer vielleicht? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung mehr, was der Kristall ist, wirklich nicht. Überhaupt keine Ahnung. Aber wie gesagt, erstmal kommt der Edelstein. Da haben wir auch erstmal wieder wahrscheinlich genug Spaß. Bei dem Level generell werden wir noch genug Spaß haben, da bin ich mir sicher. Was mich aber wahrscheinlich wieder dazu veranlagt, doch noch ein paar zu machen, wenn ich das nicht wollte. Ja, wir haben 10 mehr als die Gegner. Aber 130 ist auch eigentlich nicht viel. Das heißt, es sollten eigentlich relativ schnelle Runden auch werden. Trotzdem, die 10 Punkte muss man dann halt auch erstmal kriegen, das ist ein Fass mehr. Aber es ist an sich eigentlich, es hört sich nicht so schwierig an, ne? Ist halt so eine Sache, wenn man keine Fässer bekommt, dann bringt einem das auch nichts. Oh, die haben alle keine Flamme, das ist super. Kann ich mir das 20er holen und ich bin sogar schon... Okay, das war, glaube ich, der einfachste Edelstein ever. Die anderen hatten nicht mal annähernd eine Chance. Okay, das ist krass. Ja, gut, das ist krass. Das war jetzt wirklich absolut keine Leistung. Das war vielleicht ein Sechstel der Zeit, die wir bei der Trophäe bereits verschwendet haben. Das war absolutes Eierschaukeln. Aber kann ja auch mal ganz gerne wieder zwischendurch sein, zwischen dem ganzen Platin-Gewusel. Gehasste, keine Ahnung. Jetzt bin ich mal gespannt. Nee, da ist, war so ein... Genau. Da war so eine Wanderbombe raus, warum ich erinnere mich, ja. Ich weiß nicht mehr genau, springt jetzt irgendwie in das Feld rein oder was genau macht die? Ich weiß noch nicht, ob ich sofort tot bin, wenn die mich trifft, aber ich glaube schon. Wir meiden sie einfach. Das ist immer eine gute Idee. Ich habe eine gute Idee, doch kann niemanden dafür begeistern. Ich glaube nicht, dass ich die bekommen habe. Die goldene, das goldene Fass. Ding oder hau ab. Hau ab mit deinem Scheiß. Ich will nicht getroffen werden. Ist doch kacke, Alter. Ich glaube, wenn man halt zu nah am Rand ist, dann springt die halt einfach runter und dann ist man tot. Weil die da einen ziemlich fetten Radius hat. Explosionsradius und so. So wie halt die Götzen bei Jungle Fox, was wir zum Glück nicht mehr spielen müssen. Wir sind auch leider nicht am Führen. Der Crash hat bisher noch zu viele. Aber ich glaube, der hat gerade keine. Ja, da habe ich definitiv nicht auf die Wanderbombe geachtet. Scheiße. Es lief jetzt sowieso nicht so perfekt. Hätte besser laufen können. Ja, aber irgendwann achtet man auch einfach nicht mehr darauf. Vor allem, weil man eben hier in der richtigen Konkurrenzsituation ist, wo man einfach aufpassen muss, überhaupt Punkte zu bekommen. Und da achtet man dann einfach nicht mehr so auf die Wanderbombe. Man sollte sich dann auch darüber im Klaren sein, dass man lieber die Lunte quasi erlischen lässt und schnell weggeht, als dass man dann halt getroffen wird oder es riskiert, getroffen zu werden. Das sollte man vielleicht nochmal dazu sagen. Ja, da unten kann ich gerade nicht hingehen, gehen wir lieber hier oben hin. Man kann halt jetzt nicht überall hin, das ist problematisch. Aber hier haben wir jetzt eine ganze Ecke für uns und sogar noch ein goldenes Fass, hervorragend. Wir können jetzt schön gegen den Strom quasi laufen, gegen den Typen. Das trifft sich gerade ganz schön. Jetzt hier unten in der Ecke vielleicht wieder was, ja. Bisher sieht es ganz gut aus für uns. Würde ich behaupten. Warum noch ein goldenes? Das hat, glaube ich, aber der Crash bekommen. Die Wanderbombe ist hier unten. Das heißt, wir wandern jetzt wieder langsam nach unten. Ja, hier kriegen wir jetzt auch noch mal eine Menge. So, wieder schön weg von der Bombe. Punktetechnisch sollten wir uns keine Sorgen mehr machen müssen. Jetzt müssen wir nur noch aufpassen, dass uns die Bombe nicht mehr erwischt. Was aber eigentlich nicht der Fall sein sollte. Das Ding ist halt auch, dass die Bombe entgegengesetzt den Flammen läuft und ich mich immer an den Flammen aufhalte. Die irritieren mich halt. Aber an sich ist das auch nicht wirklich schwierig gewesen. Wir haben genau 500, krass. Und jetzt gibt's das Relikt, allerdings erst das Goldrelikt. Vielleicht schaffen wir das noch in dem Part. Es sind ja nur zwei Runden, die wir hier gewinnen müssen. Vielleicht aber auch nicht. Mal schauen. Wir haben jetzt 166%, ja. Es bringt ja leider nur noch alles 1% jetzt, wenn wir die Platinikte nicht holen. Das ist schade. Aber wir kommen weiter. Wir haben Fortschritt. Das ist ja schon mal was. Aber jetzt wird sich das ganz schnell wieder ändern hier, auch in Kakabum, weil das ist nicht wirklich schön, das Level. Ne? 2, 1,
Relikt-technisch kann das sehr problematisch werden. Und wir haben Coco als Gegner, das sagt schon alles. Ich spiele mal besonders aggressiv, das Blondie. Na super, die werden wahrscheinlich auch nicht mehr sein. 12. Und mein Ding ist auch noch weg, herrlich. Ja, wir können so gut wie einpacken, würde ich sagen. Jetzt schon. Vor allem, wenn Coco uns dann noch... Ne? Aber sie hat uns immerhin nicht die Flamme geschoren. Also die Flamme ist am Leben geblieben, aber wir haben wieder 4. Ich kriege gerade einfach gar nichts, das sieht man ja. Ich bin einfach nur richtig schlecht gerade. Beziehungsweise ich habe einfach nur Pech. Ich kriege einfach keine Fässer. Aber lieber jetzt, als in der letzten Runde des Platin-Rigs. Die nutzen jetzt auch natürlich zunehmend aggressiver ihre Dinger da und gehen auch aggressiv auf die Fässer, beziehungsweise haben wahrscheinlich über so ein Aimbot, so dass sie wissen, wo die Dinger spawnen und so. Und das ist nicht schön. Lass mir doch auch mal ein paar Fässer, ihr Wichser. Na, da oben ist wieder Coco, die wird mir jetzt wahrscheinlich das Leben zur Hölle machen. Nein, wird sie nicht, aber ich habe sowieso keine Chance mehr. Ich crashe schon das Doppelte von mir. Das kann ich in 20 Sekunden unmöglich aufholen, vor allem nicht, wenn er trotzdem noch weiter sammelt. Auch nicht mit 20er Fässern, das wird einfach nichts. Ja, am Anfang lief es einfach nicht. Mittlerweile hat sich das ja so ein bisschen eingependelt, aber das bringt mir jetzt herzlich wenig. Und immer wieder diese dummen Nutten. Ich glaube, das ist echt das Problematischste. Man muss einfach... Ja, man muss einfach auf dem Schirm haben, wo die Typen sind. Das war jetzt gar nicht mal so, also noch so, keine Ahnung, eine halbe Minute mehr. Dann hätte ich es vielleicht sogar noch irgendwie schaffen können, ihn aufzuholen, weil der nicht mehr gepunktet hat, aber das... Man muss einfach wissen, wo die Typen sind mit ihren Dingern da und muss den einfach effektiv ausweichen. Sonst hat man einfach keine Chance. Man muss die Dinger vielleicht selber wegschnappen. Das kann man natürlich auch machen. Man muss ja nicht benutzen, aber man kann ihnen die zumindest wegschnappen. Was halt immerhin etwas ist. Ne, 20 habe ich nicht bekommen, aber ich habe immer noch ein weiteres 10er Fass bekommen. Jetzt abhauen. Ist Coco leider herzlich egal, dass ich abhauen will. Die wird den wahrscheinlich sowieso erst benutzen, wenn ich in der Nähe bin. So richtig so. Jetzt benutze ich den locker eh. Nein, tut sie nicht. Dann war das dumm von ihm. Cortex hat mittlerweile auch so ein Ding. Und irgendwann hat man natürlich auch nicht mehr die Chance, wirklich abzuhauen, weil sie überall sind und man trotzdem Punkte kriegen muss. Ja, das war's dann mit unserer Lunte. Wieso habe ich die nicht bekommen? Ja, weil die wieder minimal vorher da war. So, immerhin haben wir jetzt hier ein Goldenes bekommen. So lässt sich auch leben. Ich habe das Ding noch erwischt, mein Gott. Ja. Sieht, glaube ich, noch ganz gut aus. Ja, wieso hat Coco schon wieder so viel? Ja, die dumme Sau. Die dumme Sau. Wir liegen im komischen Schallwellenkaktor. Lordgale. Wird eine enge Kiste. Eine sehr enge Kiste. Und die hat schon wieder so ein Dingsbums. Ich kriege aber auch keine Fässer mehr in meiner Nähe. Und die hat wieder Fässer in ihrer Nähe. Es ist sehr fair wieder. Ja, was soll ich denn da machen? Was soll ich da machen, wenn ich halt einfach keine Fässer in der Nähe bekomme? Das ist so Luck. 3, 2, 1. Pures Luck. Da kann ich einfach nichts machen. Jetzt hatte ich zum Beispiel Fässer in der Nähe. Und der hat wieder direkt so ein... Oh, der Bastard, ey. Das fuckt mich ja mega ab. Ohne Scheiße, die Dinge hätte man einfach rauslassen sollen. Diese Kack-Elektrowellen, die fucken mich so ab. Das ist so unnötig. Ja, der Crash hat schon wieder so eine scheiß Schockwelle. Wo kriegen die Dinger eigentlich immer? Wieso fallen die so vermehrt runter? Das fuckt doch mega ab. Die Dinger hatet doch jede. Die sind so unnötig, echt. Sie bringen nur Leid über die Welt. Genau wie Cortex, jetzt einfach blöd in der Gegend rumgestanden hat. Stimmt. Nein, man hat mich nicht getroffen. So. Muss husten. So, wie sieht's aus? Ja, Crash hat genauso viel. Immer wenn ich denke, ich bin recht gut dabei, hat irgendwer wieder trotzdem mehr, wie auch immer. Ja, ich wollte eigentlich nur hier meine Schockwelle benutzen. Das hat natürlich super geklappt. Ich habe nämlich versucht, ja, meinen Daumen quasi irgendwie auf die Kreistaste zu legen, was nicht geklappt hat. Deswegen bin ich auf die X-Taste gekommen und wenn man springt, ist die Lunte sowieso wieder im Arsch. Echt nicht clever, das Ding zu benutzen, muss ich sagen. Oder man muss das irgendwie anders managen. Von den Tasten her. Das ist, wie gesagt, ich hasse das Ding einfach. Das ist so dumm. Aber ich muss es benutzen, weil ich sonst einfach keine Chance habe.
Das Level ist kacke. Ich will aber trotzdem weitermachen. Wir machen beim nächsten Mal weiter in diesem Part. Also immer noch in der Aufnahme. Bis dahin. Tschüss.